Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist es wieder soweit. Es gibt einen weiteren Betrugsversuch. Oder besser gesagt zwei. Wir haben wieder zwei Telefonate mitgebracht, in denen man uns Geld von unserem Konto ergaunern möchte mit fiesen Tricks und irgendwelchen Trading-Maschen, die sowieso nicht funktionieren und ihr am Ende ein Demokonto bekommt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Guten Tag, mein Name ist Eduard. Ich melde mich bei Ihnen von Stocks DC. Okay. Sie haben bei uns ein Handelskonto registriert. Habe ich gemacht. Wissen Sie, und ich bin hier, Sie zu helfen, dieses Konto weiter aktivieren. Und wenn Sie mehrere Informationen oder Fragen haben, ich bin hier, Ihre Frage zu antworten. Was für Antworten? Wenn Sie Fragen haben, ja. Ich bin hier, Ihre Frage zu antworten. Über unsere Plattform. Oder allgemeine Fragen. Okay, wer ist die Frau auf dem Bild? Welche Bild, welche Frau? In Chat. Die Emma. Wer ist die Emma? Sie müssen das wissen, weil Sie sehen das, oder? Ja, auf euren Webseite. Ja, was sehen Sie auf unserer Webseite? Emma. Wo sehen Sie das? Unten rechts. Auf dem Chat? Ja. Das ist von dem Chat, von dem Support. Ich bin hier von dem Homburg, ich bin Ihr Homburg-Agent. Ist die Emma nett? Weiß ich nicht. Sie können mit Sie sprechen. Durch den Chat, Sie können das Sie fragen. Nicht. Ich weiß ich nicht, ich kenne die Emma nicht. Nee? Nein. Oh. Schade. Warum? Die Emma sieht nett aus. So, pardon. Tja, zur Erklärung, wer die Emma ist. Normalerweise meldet man sich ja auf dieser Trading-Seite oder nicht auf der Trading-Seite, sondern auf irgendeiner Werbeseite an. Und dann, wenn man die Daten eingegeben hat und man ist fertig und drückt auf Absenden, dann öffnet sich irgendeine neue Trading-Webseite. Ja, meistens gleich mit einem Einzahlungskonto. Das war hier nicht der Fall. Hier hat sich einfach nur eine Webseite geöffnet, wo einfach ein Bild von irgendeiner Mitarbeiterin abgebildet war und der Name stand, dass die Emma da gleich dran ist. Ja, und dann stand, sie werden gleich angerufen. Und das war's. Tja, weiß ich nicht, ob man da einfach das Geld für eine Webseite gespart hat, die Webseite schon gesperrt wurde oder was auch immer da der Hintergrund ist. Auf jeden Fall war die Emma nicht am Telefon und deswegen war ich jetzt hier ziemlich verwirrt. Ja. Vielleicht Sie können danach auch mit Emma sprechen. Weiß ich nicht, was Sie weitermachen. Ist Ihre Entscheidung, oder? Ja. Super. Sie haben das erklärt. Jetzt. Habe ich noch eine Frage? Bitte. Warum sind da rote und grüne Dinger? Welche? Auf die Seite, in der Mitte. Was machen was die? Was steht dort geschrieben? Das sind so rote und grüne Striche. In der Mitte irgendwo, ja? Ja. Dort steht einfach, was Sie investiert haben, ja? Wenn Sie dort schauen, steht Total PL auf dem Grün gefällt und dann Margin Level auf dem Rot. Aber da ist viel Rot. Viel Rot. Wie bitte? Viel Rot. Ja. Tja, der nette Typ, der scheint wohl überhaupt gar nicht zu wissen, was da sich genau geöffnet hat, wenn man ja, sich da angemeldet hat auf dieser komischen Webseite. Und dadurch verwirren wir den gleich von Anfang an so richtig schön. Naja, wir schauen mal, wie der eigentlich jetzt hier weitermachen möchte. Denn irgendwie hat er ja selber von der ganzen Geschichte gar keine Ahnung und naja, so richtig gefallen tut's ihm ja auch nicht, dass ich hier anfange, Fragen zu stellen. Bin ich wahrscheinlich schon einer von den Kunden, die gleich von Anfang an bei ihm unten durch sind, weil, naja, Fragen sind halt grundsätzlich nicht erlaubt und auch nicht erwünscht, ne? Fällt nicht. Ist dort. Kaputt? So. Andere Frage? Ja, was kann man denn bei euch da verkaufen? Sie können auf den Finanzmarkt investieren. Rohstoffe, Sie haben, wenn Sie auf der linken Seite schauen. Da steht verkaufen. Sie können auf der linken Seite sehen. Dem linken Seite, Moment, ja. Sehen Sie Forex, Favorit, Krypto, Commodities, Stocks, Index. Sie können auch mit dieser ganzen Sache arbeiten bei uns. Ja. Okay.
wie geht das? Einfach. Erst einmal, Sie müssen Ihr Konto aktivieren. Ja. Das zu machen, Sie müssen erst einmal eine Mini-Version, sehen Sie oben, steht Ihre, weiß nicht, in welcher Freigabe Sie das, in Deutsch oder Englisch, Ihre Seite? Ist auf Deutsch. Deutsch, super. Dann oben sehen Sie alles nach dieser grünen Balke sozusagen. Sehen Sie dort 0,0 geschrieben, sehen Sie das, ja? Nee. Kapital, 0,0. Nein, ja? Nein. So, das erste Mal, Sie müssen einen Wachstum bei Ihnen. Da steht bei Ihnen. Da steht Euro 0,00. Ja, das ist die Kapital. Oberste Kapital. Ein Kapital? So, das bedeutet, Sie haben kein Kapital in Ihrem Handelskonto. Mit null investieren, Sie können null potenzielle Profite machen. Okay. Und wie kann ich machen, machen ganz viele Profite? Wie bitte? Wie kann ich machen ganz viele Profite? Das kann ich nicht bei Ihnen nicht sagen, das Sie können selbst sehen. Sie wissen, die Finanzmarkt bewegt immer, ist glücklich. Es bewegt? Muss ich den suchen, wenn der sich bewegt? Ja, okay. So, die Mindeststartkapital ist 250 Euro. Sie müssen erstmal diese Einteilung machen, dann Sie können weitersprechen. Das ist aber billig. Ist billig. Machen Sie, was Sie möchten. Kann man da auch mehr? Machen Sie, das ist die Mindesten. Wie geht? So. Mit was möchten Sie Ihr Konto kapitalisieren? Visa oder Mastercard? Was für eine Kreditkarte haben Sie? Also bei dem ganzen Blödsinn, der hier schon wieder am Telefon ringsrum passiert, der eigentlich von vornherein eigentlich gar keinen Sinn mehr ergibt. Tja, und der fragt immer noch nach der Kreditkarte und will unbedingt, dass man da Geld einzahlt. Das zeigt auf jeden Fall wieder, dass das kein vernünftiges Unternehmen sein kann. Weil jedes normale Unternehmen hätte hier, glaube ich, das Gespräch schon lange, lange höflich beendet. Denn, tja, der Kunde scheint ja auch nicht so ganz bei Verstand zu sein, so wie das Ganze hier in dem Gespräch wirkt. Aber naja, das haben wir ja nun schon des Öfteren festgestellt, dass die Scammer, die interessiert es nicht, ob der Kunde auf der geistigen Höhe ist oder nicht. Die interessiert einfach nur, wie sie möglichst schnell an die Kohle rankommen und das Gespräch möglichst schnell zu Ende bringen. Und deswegen fragen sie einfach immer wieder die gleichen Fragen. Tja, Kreditkartendaten, mehr wollen die einfach nicht. Ich habe eine Sparkassen-Knacks-Club-Karte. Okay, dann ich spreche mit meiner Kollegin, so Sie können bei Ihnen später melden. So Sie können alles mit Ihnen machen. Nee, dann nehme ich die Visa-Karte. Okay, bleibt die gleiche Geschichte dann. Was? Okay, bis später dann, Herr... Nein, okay? Später bin ich weg. Ich fahre weg. Super, dann melde ich mich morgen, wenn für Sie alles passt. Nee, da bin ich doch dann weg. Super, dann. Nee, jetzt melde ich mich am Wochenende. Wir das fertig machen, weil ich fahre doch erstmal weg eine Weile. Ah, super, dann nehmen Sie die Visa-Karte, dort sehen Sie auf der rechten Seite Einzahlung, drücken Sie auf die Einzahlung, stellen Sie die Startkapital und dann Ihre Daten und das was. Wie geht das? Auf der rechten Seite steht Einzahlung geschrieben. Ah ja, da geschrieben in der Ecke. Okay. Ja, ganz genau. Und dann ich drücken muss was? Sie muss dort einfach lesen und Sie können alles dann machen. Sie können durchlesen einfach, oder? Und warum rufen Sie dann an zum Helfen, wenn Sie nicht helfen? Ich dachte, Sie lesen mir das vor. Ja, warten Sie kurz. Ich kann warten. Hallo, schon guten Tag. Guten Tag, junge Frau. Mein Name ist Max. Ja. Ich bin die Manager hier. Ich wollte Ihnen helfen, weiter zu aktivieren. Okay. Die Konto. Was sehen Sie gerade? So eine Seite mit so grüne und rote Streifchen. Mit grüne und rote? Streifchen. Okay, Sie muss sehen mit blau, nicht mit grüne. Da sind grüne und rote Streifchen. Ah. Okay, aber Sie muss sehen mit blau sein, nicht mit grüne. Wo kann man das umstellen? Was sehen Sie links oben in die Ecke? Auf
welcher Seite war links? Links, ja. Links oben. Was sehen Sie? Da ist ein Burgermenü. Ein Burgermenü? Nein. Sie muss sehen, etwas, ein Logo. Na, so ein Kreis mit drei Striche. Nein. Doch. Sind Sie falsch? Ja. Sind Sie falsch? Das ist aber die Seite, die aufgegangen ist. Steht irgendwo Stock DC? Ja, daneben. In daneben? Okay. Neben dem Burgermenü mit dem Kreis, wo die drei Striche drin sind. Mhm, okay. Und direkte Seite in die Ecke, was sehen Sie? Da ist unten eine Frau, die Emma. Nein, 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 ganz oben. Meine. Ach so. Da ganz oben steht Einzahlung. Einzahlung. Drücken Sie einfach Einzahlung. Und sagen Sie mir, was kommt weiter. Dann kommt da ein kleines weißes Fenster. Und aha, da steht drauf Error 404. Tja, also ich denke mal, das ist hier wieder ein wunderbarer Beweis, wie extrem die einfach nur versuchen, die Leute abzuziehen und dass das alles jeglicher Logik entbehrt. Denn die machen ja wirklich gnadenlos weiter. Egal wie sinnvoll das Gespräch noch erscheint und egal wie, tja, intelligent der Kunde erscheint, Hauptsache, er zahlt Geld ein. Egal um welchen Preis. Und, naja, am besten mit Kreditkarte, weil da ist die Kohle dann halt auch restlos schnell weg, ne? Einfach nur wieder Wahnsinn. Naja, aber der lässt sich hier tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Die Seite ist nicht vorhanden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers. Welche Browser benutzen Sie? Was? Was für Browser benutzen Sie? Browser. Bei Super Mario den Browser? Was? Nee. Was für Browser benutzen Sie? Ja, für Internet. Browser ist doch bei Super Mario. Wie Super Mario? Gibt's keine Super Mario Browser? Doch, bei Super Mario gibt's Browser. Ah, ja. Bei Super Mario gibt's Browser, ja? Ja. Okay. Sie spielen mit Super Mario, oder was? Manchmal. Ah, okay, das ist gut. Das ist gut. Sie können weiter spielen. Ja, aber jetzt ja nicht. Jetzt versuche ich ja hier das mit dem Machen. Aber das geht nicht. Ja, natürlich, weil mit dem Super Mario spielen, natürlich geht das nicht. Ja, das geht, aber... Denken Sie, ich bin dumm, oder was? Weiß Sie ich nicht. Sie kennen Super Mario nicht. Sind Sie das? Nein, ich bin kein Dummer. Na, sehen Sie. Okay, viel Spaß damit. Und mit wo, Super Mario. Und wo muss ich jetzt drücken? Gar nichts. Mit dem Super Mario. Gehen Sie bei die Konsole und spielen Sie mit Super Mario. Nee, ich will doch hier das mit den Kerzen und den Hoch nein, und nein, runter. Nein, 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 gehen Sie, nein, lassen Sie das alles. Aber, lassen Sie das alles, gehen Sie bei Super Mario. Aber, ist besser so. Aber ich will doch mein Taschengeld da benutzen. Nein, 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 besser nicht. Warum? Spielen Sie mit die Super Mario weiter. Warum? Weil ich besser so. Nee, ich will... Mit Super Mario über Konsole geht das besser. Nee. Haben Sie auch eine Fenster vielleicht dabei und mit die Konsole zu spielen, ja? Wo soll ich den Fernseher dabei haben? Bei Super Mario, ja? Oh. Okay, vielen Dank für Ihre Zeit. Schönen Tag noch weiter. Und was machen wir jetzt? Tja, der hat auf jeden Fall keine Lust mehr gehabt. Aber ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Und naja, ihr könnt euch vorstellen, das wird auch nicht viel besser als das erste, was wir jetzt hier geführt haben. Hallo? Mhm. Guten Tag, ich spreche mit Herrn Schmiedeldonner. Ja. Guten Tag, Herr Schmiedeldonner, hier spricht Ivan Malkovic. Ich bin Ihr Ansprechpartner bezüglich Onlinehandel auf dem Finanzmarkt.
sind bei uns als Kunde angemeldet, bei Bitcoin Profit. Aha. Und haben einen Handelsplatz reserviert. Ich könnte sie leider nicht erreichen, ja, bis jetzt. Und ich soll Ihnen also bei der Aktivierung des Handelskontos helfen und weitere wichtige Informationen mitteilen. Also ich finde ja hier schon wieder interessant, dass er hier gesagt hat, er soll mir mitteilen und er soll mir hier helfen. Tja, also ich habe ihn auf jeden Fall nicht danach gefragt, dass er mir helfen soll. Dann frage ich mich, wo er diese Information her hat. Tja, wahrscheinlich von seinem Chef, der gerne das Geld von uns ergaunern möchte. Ist kurz Zeit zum Sprechen? Ja, ein Sekündchen habe ich Zeit. Okay, sehr gut. Als nächstes bedanke ich mich für die Interesse, ja. Und ich wollte nur mal fragen, ob Sie schon Erfahrungen auf dem Finanzmarkt haben. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Ich habe mal geguckt, was so da los ist. Also, ja, habe mich halt mal überall angemeldet. Sehr gut, sehr gut. Bei uns werden Sie also ja in allen Hinsicht sehr gut unterstützt. Das heißt, sowohl technische Seite als auch informative Seite. Sie werden einen Finanzexperten bekommen von ganz persönlich, weil neue Kunden bekommen eine volle Unterstützung, damit schon am Anfang also alles richtig läuft und wir Fehler vermeiden. Ja, also auf dem Finanzmarkt, das ist sehr, sehr wichtig, dass man zum Beispiel die Informationen von neuester Lage und aktuelle Lage auf dem Markt rechtzeitig bekommt, neueste Impulse rechtzeitig bekommt. Und von dieser Person bekommen Sie das alles. Ja, euer hilft Ihnen während des Handels. Ich bin vom Kundenservice werde für die technische Seite, also für die technische Angelegenheiten, für Sie zuständig sein. Sie haben bestimmt schon auf der Seite gesehen, dass man eine gewisse Summe als Startkapital einzahlen soll, ja, um Handelskonto zu aktivieren. Wieder lauter wirres Zeug. Also, ich meine, man braucht sich doch nur mal die Frage stellen, wenn man sich irgendwo angemeldet hat, warum da überhaupt jemand anruft und dann Geld von einem möchte. Naja, sicherlich nicht zu eurem Besten und sicherlich auch nicht, um euch zu helfen. Denn wenn man Hilfe braucht, dann ruft man doch solche Unternehmen grundsätzlich von alleine an, oder nicht? Also, wenn man jetzt bei einer Bank ein Konto eröffnen will und man weiß nicht wie oder man weiß nicht, wie man da was einzahlen soll oder man weiß nicht, wie der Online-Login so richtig funktioniert, dann rufe ich doch da selbstständig an und frage. Und hier wird der Anruf einfach aufgedrängt. Und das Krasse an der Geschichte ist, der reiht so viel Scheiße aneinander, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Mal ganz von der Qualität des Telefons abgesehen. Oh. Hallo? Hallo? Ja, hören Sie mich, ja? Wer ist denn da? Hallo? Ja? Ja. Sie wissen ja, das haben Sie schon gesehen, dass man also eine gewisse Summe einzahlen soll zum Aktivierung. Was denn? Es sind 250 Euro fällig, oh, ja. Guck mal, ein Vogel. Wie bitte? Da war ein Vögelchen am Fenster. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Können Sie bitte nochmal sagen? Da war ein Vögelchen am Fenster. Wer war da? Ein Vögelchen. Ein kleiner Piepmatz. Oh, den hätte ich jetzt gerne gestreichelt. Was meinen Sie damit, bitte? Ja, da war ein kleines Vögelchen, so ein Piepmatz. Den hätte ich gern mal gestreichelt. Aber ich streichle gerne alle Tiere. Pferdchen und Zebras. Ach so, okay. Das ist ja schon. Ja, das ist ja schon. Ja. Okay. Aber zu einer Sache halt, also Sie möchten ein Handelskonto aktivieren, ja? Ja? Okay. Muss man das machen? Ja, damit, wenn Sie handeln möchten und auf dem Finanzmarkt Geld verdienen, dann sollten Sie ja Konto aktivieren und auch dementsprechend also Startkapital einzahlen. Sind Sie einverstanden damit? Ja. Okay. 250 Euro, das ist Mindestbetrag, mit dem Sie anfangen können. Und Sie können also entweder mit einer Kreditkarte oder per Banküberweisung einzahlen. Sind Sie denn geimpft? Wie bitte? Ob Sie geimpft sind? Ja. Wie oft? Zweimal. Oh, so wenig?
Warum? Na, man braucht doch vier oder fünf Mal schon. Ja, ich bin also, ich habe schon den Platz reserviert, also für die Boosterdose. Aha. Also sind Sie einer von und diesen Verschwörungstheoretikern? Aha. Wie oft sehen Sie geimpft? Ich? Ja. Habe ich vergessen, weil das waren schon so viele Spritzen. Okay, wie würden Sie einzahlen, wenn Sie überhaupt einzahlen würden und das Konto aktivieren? Weiß ich nicht, wie ist denn da am hübschesten? Ja, am besten geht es mit einer Kreditkarte. Haben Sie Visa oder Mastercard? Wie sieht die aus? Hallo? Hallo. Guten Tag. Haben Sie eine Kreditkarte? Sie sind verbunden mit einem Callcenter-Terroristen. Ist da eine Party bei Ihnen? Ich mag Partys. Visa oder Mastercard sollte sie haben. Also, dass der jetzt hier wirklich noch nach der Visa oder Mastercard fragt, tja, das deutet einfach nur wieder darauf hin, dass das echt nur noch Betrug sein kann. Denn welches normale Callcenter wäre jetzt nach diesem ganzen Blödsinn hier noch dran geblieben? Ich meine, die Sache mit dem Vögelchen, das kann ja schon mal vorkommen. Aber das, was dann da schon wieder danach abgelaufen ist, oh Mann. Also daran sieht man einfach, wie nötig die das haben, unbedingt irgendwie an eure Kohle ranzukommen. Egal, ob das Gespräch noch Sinn macht oder nicht. Ja, oder der will einfach nur noch seine Zeit da absitzen und will den Tag rumkriegen. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Oder wenn Sie Online-Banking benutzen, dann mit Banküberweisung geht es auch. Eine Bank soll ich überweisen. Wie geht das? Anhand einer Rechnung. Okay. Muss ich da eine Rechnung schreiben? Nein, ich schreibe Ihnen die Rechnung und Sie überweisen. Oh, ich mag Rechnungen. Ich bezahle gerne Rechnungen. Manchmal streichle ich auch eine kleine Katze, währenddessen ich eine Rechnung überweise. Okay, wie Sie wollen. Ja. So, ich melde mich dann morgen wieder bei Ihnen, okay? Ja, was ist denn morgen? Alles klar. Danke Ihnen, tschüss. Was machen wir denn Schönes? Tja, da haben wir jetzt den Punkt getroffen, wo er dann wirklich keine Lust mehr hatte und den Sinn selber nicht mehr im Gespräch gefunden hat. Ich hoffe, euch hat das Video wieder unterhalten und ein kleines bisschen gefallen. Informiert gerne alle in eurer Umgebung, dass es eben solche Leute gibt am Telefon, die um jeden Preis dranbleiben, um euer Geld aus der Tasche zu leiern. Zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren Videos auf diesem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.